Es sind nicht mehr die 11 Freunde, die auf dem Platz stehen und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen, sondern viele Vereine haben sich hinentwickelt zu modernen Unternehmen, um eben die Herausforderungen im Wettbewerb umzusetzen. Und auch für den KSC gilt es, uns als Unternehmen zu begreifen. Ja, so ein Veränderungsprozess ist natürlich sehr herausfordernd, kostet sehr viel Ressourcen. Wichtig ist dabei, dass man eine klare Strategie hat. Und dazu gehört natürlich auch ein großer Innovationspartner wie die Firma Bechtle. Für uns als Bechtle war wichtig, im ersten Schritt eine komplette Bestandsaufnahme der IT des KSCs vorzunehmen. Welchen Impact und welche Anforderungen habt ihr an die IT zukünftig? Dass alle Systeme miteinander vernetzt sind, miteinander sprechen, miteinander kommunizieren, somit auch beliebig erweiterbar sind. Wir haben mit Spezialisten den Bereich Data Center betrachtet, wir haben den Bereich Netzwerk und Security analysiert und wir haben die komplette Client- und auch Applikationsebene betrachtet. Der komplette Campus des KSCs wird über längere Zeit umgebaut. Das heißt, im laufenden Spielbetrieb wird das bestehende Stadion rückgebaut, das neue Stadion aufgebaut. Da hatte der KSC schon die Weitsicht, im Vorfeld sich Gedanken zu machen, wenn er ein neues Stadion ins Leben ruft, auch entsprechend rechtzeitig sich schon um die infrastrukturellen Dinge zu kümmern. Das fängt an bei der Organisationsstruktur, bei der Marke KSC, aber auch bei den Themen Infrastruktur und am Ende natürlich auch das Thema Digitalisierung. Die große Herausforderung, die wir als Bechtle hatten, waren innerhalb dieser Bauphase, gerade im Netzwerkbereich, dass sich die Situation im Stadion recht häufig verändert hat und das hat auch netzwerkseitig dann umsetzen mussten. Durch die Hinzunahme dieser technischen Möglichkeiten, beispielsweise eine Drohne oder auch ein installierter Turm, haben wir Daten, die wir in einen Topf packen. Und jedes einzelne Mitglied aus dem Trainerteam kann sich dann bedienen. Sei es die Laufdaten, die Anzahl der Sprints, sei es taktische Gesichtspunkte, die wir angesprochen haben, was die Arbeit auf dem Platz anbelangt, sodass die Jungs bestmöglich aus unserer Sicht am Wochenende in das dann jeweilige Spiel gehen können. GPS-Sender, ein Bereich, der im Fußball immer wichtiger wird. Wie arbeitet die Mannschaft beispielsweise gegen den Ball? Wie arbeitet sie mit dem Ball? Die glauben dir mehr, wenn sie die Dinge visuell sehen, neben dem gesprochenen Wort. Was die Mitarbeiter angeht, sind wir auch sehr gut unterwegs. Wir haben das alles auf eine cloudbasierte Technologie umgestellt. Dass sie flexibler und mobiler arbeiten können, dass sie gemeinsam an Dokumenten arbeiten können und miteinander auch über entsprechende Security-Standards kollaborieren können. Und dadurch arbeiten wir viel effizienter und einfacher. Jedes Arbeitsgerät beim KSC, das in unserer Betreuung liegt, wird durch uns, durch sogenannte Cloud-Management-Werkzeuge, administriert. Das heißt, wir sorgen dafür, dass das Betriebssystem regelmäßig kontinuierlich mit Security-Patches versorgt wird, dass Funktionsupdates eingespielt werden und dass eben auch, wenn neue Applikationen oder irgendwas dergleichen ausgerollt werden soll, dass wir das eben auch remote tun können. Generell sind wir sehr zufrieden, was bisher gelaufen ist. Unser erstes Heimspiel in unserer neuen Infrastruktur. Am Spieltag stellen wir eigene Ressourcen dem KSC zur Verfügung, die im Servicefall im Prinzip schnell und flexibel reagieren können. Und das führt dazu, dass wir das Fanerlebnis am Spieltag und drumherum extrem verbessern können. Hierzu zählt beispielsweise das Catering, das Merchandising, die Kassensysteme oder auch die Zutrittskontrolle.